Was glaubt man, Z-Fighter, Osiria und der Gewinner und der Verlierer des Wettbewerbs JP vs. Global steht an der Stelle fest. Wir werden uns gleich alle Informationen dazu ansehen. Bevor wir damit anfangen, aber wissen wir, heute Abend sollten die Banner droppen um 21.35 Uhr. Das ist die aktuelle Uhrzeit. Lasst euch nicht irritieren, es gab einen Data-Download. Da wurden die Charaktere hinzugefügt und aus DBZ Space kamen andere Zeiten. Aber die Entwickler wissen auf jeden Fall bestimmt Bescheid, dass da Leaker unterwegs sind und die Uhrzeiten uns präsentieren. Daher sind verschiedene Uhrzeiten genannt worden über die letzten Stunden. 21.35 Uhr sollte eigentlich die richtige Uhrzeit sein. Warum? Denn wir achten dabei immer auf solche News, das sind Teaser zu den Dokkan-Events. Und wenn diese ablaufen, das Ablaufdatum haben wir uns ja gestern angesehen auf DBZ Space, ist für heute 21.35 Uhr. Und wenn diese quasi ablaufen, sollte nämlich alles online kommen, was online kommen sollte. Heißt, wir gehen heute ab 20 Uhr, Freunde, auf Twitch online. Im Livestream werden wir dann für die Charaktere ziehen. Der Link ist in der Beschreibung. Heißt, wenn ab 20 Uhr starten wir dann Countdown. Und wenn die Banner online kommen, dann werden wir da auf jeden Fall bei jedem Banner einen Durchlauf hier machen. Ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen. Wenn ihr Zeit habt, schaltet heute ab 20 Uhr ein auf Twitch. Falls das irgendwie dennoch früher kommen sollte, denn sie könnten legit zu jeder Zeit droppen, denn diese ganze Sache ist schon in den Daten, dann lasse ich euch auf jeden Fall meinen Social Media Kanälen so schnell wie möglich wissen, dass ich dann quasi in den nächsten live gehe. Alle Links sind auch dementsprechend in der Beschreibung, Freunde. Kommen wir zu JP vs. Global. Der Gewinner steht fest und zwar ist es Boom! Global. Freunde, wir haben gewonnen. An der Stelle hat Global gewonnen. Heißt, Global bekommt diesen Super Saiyan Goku. Vielen lieben Dank an diejenigen, die dann wirklich tüchtig die letzten Tage gespielt haben und diesen Sieg möglich gemacht haben. Und hier an der Stelle GG an JP auf jeden Fall. Und hier stehen quasi die Zahlen dran, wie wer die Führung hatte. An der Stelle sind quasi die beiden Charaktere die Preiskarten. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr die zwei Charaktere. Aber bevor wir uns die zwei Charaktere ansehen und ich euch sage, was ihr mit denen überhaupt anstellen könnt, erstmal auszuwählen quasi zum Resultat selbst. Also ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Letztes Jahr haben wir verloren, jetzt haben wir gewonnen. Bin ich echt froh drüber. Ich wollte auf jeden Fall gewinnen. Aber wenn ich in der Community ein paar Sachen lese zum Resultat selbst, da verstehe ich ab und zu die Welt nicht. Ersteres ist, viele meinten, ja, JP hat absichtlich verloren, weil sie Freezer wollten. Andere meinen, oder das zweite, was man so meint, ist, JP sind die wahren Gewinner, weil sie quasi den Freezer gewonnen haben, beziehungsweise bekommen haben. Zum ersten, HDF. Zum zweiten, bitte HDF. Freunde, wir haben hier gewonnen. Wir spielen hier immer noch ein Videospiel. Wenn im Videospiel es einen Kampf gibt oder einen Wettbewerb gibt, dann will man als Gamer da gewinnen. Freunde, wo ist euer Ehrgeiz? Wisst diesen Sieg zu schätzen, Freunde. Wir haben uns da quasi abgerackert, dass wir da gewinnen. Ich find's geil, dass wir gewonnen haben. Wenn ihr Videospiele spielt, Freunde, wo spielt man Videospiele, um zu verlieren? Wollt ihr mich verarschen? Also, bei allem Respekt. Wir sind hier immer noch Gamer. Wir haben Gamerherz, Gamer-Ehrgeiz. Also, zeigt das auch. Wir haben hier gekämpft. Wir haben gewonnen. Ist RIP. Ist geil. Freut euch darüber und meckert nicht. Warum? Was soll das Gemecker über so ein Resultat? Fertig, wir haben gewonnen. Wenn ihr Freezer wolltet, dann spielt JP. Lockt euch ein, ihr bekommt den Free. Wo ist das Problem? Ich will niemandem dazu nahe treten, aber ey, sowas macht mich echt stutzig. Wir spielen hier immer noch Videogames. Und wenn ihr Videogames spielen wollt, um zu verlieren, dann lasst den Shit. Dann spielt keine Videospiele. Ihr schaltet doch auch keine Fortnite-Runde, um da zu verlieren. Ihr wollt da gewinnen, Freunde. Und das haben wir. Und wisst das wertzuschätzen. Und danke an jeden, der das wertzuschätzen weiß. Und die Sache mit JP hätte absichtlich verloren, weil sie Freezer wollten. Da kann ich nicht viel zu sagen. Einzig, was ich sagen kann, ist, Freunde, ihr wisst nicht, wie so ein, oder vielleicht wisst es manche und manche nicht, so ein Arbeitsalltag in Japan abläuft. Das Wettbewerb ging unter der Woche. Die Japaner, ihr Arbeitsalltag, die stehen morgens auf, gehen stundenlang, haben einen langen Arbeitsweg, sag ich mal, arbeiten den ganzen Tag, kommen abends nach Hause, bereiten sich auf den morgigen Arbeitstag vor. Die haben nicht viel Zeit, da nebenbei zu spielen. Die spielen viele solche Spiele, wenn sie natürlich Zeit dafür finden. Ja? Also redet das doch nicht runter oder redet doch euch nicht raus. Ihr wisst nicht, wie es in Japan läuft. Ihr wisst nicht, ob sie absichtlich verloren haben. Das ist reine Spekulation von euch. Ich sag mal, nehmen wir mal an, die haben wirklich absichtlich verloren, um den Freezer zu bekommen. Also keine Ahnung, wir haben Clans gewinnt und haben gesagt, ey, oder Community ist, wir verlieren. Was sind das für Gamer? Das ist für mich Abschaum. Das sind keine Gamer in meinen Augen. Falls sie es so gemacht haben, ich will den Japanern hier nichts vorlegen oder vorwerfen. Falls sie es so gemacht haben, dann habt ihr die Antwort. Dann, das ist einfach Abschaum. Und zum anderen, dass JP die wahren Gewinner sind, weil sie die bessere Karte bekommen haben. Bei allem Respekt,
da bin ich ehrlich zu euch, diejenigen, die das sagen, die haben das Spiel Dokkan Battle nicht verstanden. Die wissen nicht, wie man Dokkan Battle spielt. Denn die beiden Charaktere, Freunde, das sind nur Preiskarte. Beide Charaktere können genau dasselbe. Sie geben jeden Typus Ki plus 3, HP und F 30%. Passive ist genau gleich, Ki plus 3, Attack und F 70%, wenn die HP 77% oder drunter ist. Einzige, wo sie sich unterscheiden, sind ihre Link-Skills, ihre Stats, ihr Element, ihr Artwork und ihre Kategorien. Nicht mal, beide sind Planet Namek Saga. Sonst unterscheiden sich in keinerlei Hinsicht. Also kann man nicht davon reden, dass eine der beiden Karten besser ist als die andere. Wer das sagt, sorry, aber Dokkan Battle hast du nicht verstanden, mein Freund. Okay. Persönlich, optisch kann man sagen, ja, für mich ist Freezer besser, weil ich ihn geiler finde, sein Artwork. Hey, dagegen habe ich kein Problem. Das ist eine persönliche Sache. Dagegen habe ich kein Problem. Und wenn sich da quasi dann jemand sagt, ich hätte gerne Freezer, ich finde es schade. Du, dagegen sage ich nicht, weil du ihn persönlich haben wolltest. Dagegen sage ich nichts. Okay, dann find ich, das finde ich schade. Aber wir haben halt nun mal gewonnen. Das muss man hinnehmen. Ja? Einzige, wo sich Freezer unterscheidet, ist, wo er vielleicht ein bisschen Vorteil hat, wäre das mit dem Optischen. Weil ihn kann man zum Beispiel mit einem schönen, optisch schönen Freezer-Family-Team spielen. Da war der Letzte, der gefehlt hat quasi. Sei es Extreme Fusion oder Villains-Team. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Und das eine ist, sie haben schon einen Strength für Super Saiyan Goku. Der ist halt besser als der. Aber die beiden Charaktere, das sind nur Preiskarte, Freunde. Diese Charaktere, das sind keine Charaktere, die man im Kampf nutzt. Das sind keine Charaktere, die irgendeinen Stammplatz in irgendeinem Team haben. Da gibt es weitaus bessere Wahl, bessere Charaktere, um es einfach zu sagen. Ja, das sind einfach nur Preiskarten. Wenn du mal deinen Account durchsiehst den nächsten Tag, dann sagst du, ah, guck mal, ich habe den Goku, wir haben damals gewonnen. Das ist wie eine Trophäe, die nutzt du nicht. Natürlich könnt ihr die nutzen, wenn ihr Bock auf die Karten habt, weil sie geil sind, aber das ist eine persönliche Schiene. Um es quasi auf der Schiene zu sehen, wie das Spiel funktioniert, und man sie nutzen sollte nicht, etc., etc., gameplay-technisch. Du, meine Freunde, die Karten sind 1:1 gleich. Vom Nutzen her. So viel dazu, Freunde. Bisschen abgekackt, ein bisschen Retalk, aber musste sein, Freunde, damit ihr mal wirklich hier, kommt schon. Seid euch doch mal selbst ehrlich und beobachtet das Ganze doch mal sachlich und objektiv, ja. Jeder hat seine persönliche Meinung, finde ich auch gut, aber die sollte schon angemessen sein. Das, was ich lesen musste, das hat kein Funken Sinn mit dem, was hier momentan abgeht im Dokkan Battle. Anyway, was macht ihr aber mit den Charaktere, Freunde? Sei es egal, ob JP oder Global, ihr nehmt bitte diese Charaktere. Jetzt sind wir natürlich auf Global, in JP macht ihr dasselbe mit Freezer. Und zwar bringt ihr sie quasi erstmal auf einen auf jeden Fall. Moment, wir machen das so. Oh, Moment, oh ja, shit, ihr merkt schon, jetzt. Ein Goku bringt ihr auf jeden Fall erstmal auf den UR-Status, ihr tut den Z-Awaken. Warum? Weil wir haben ja 5 Stück insgesamt bekommen. Heißt, die restlichen 4 benutzt ihr als Dupes. Ob ihr dann quasi ihn auf 100% bringt oder nicht, ist euch selbst überlassen, meine Freunde. Ich würde es euch eigentlich nicht empfehlen vom Nutzen her, weil ihr werdet keinen Nutzen von den Charakteren haben. Sie sind wirklich, ich will sie nicht schlecht reden, aber es gibt 1000-mal bessere Optionen als die Karten. Deswegen muss man sie nicht auf 100% bringen. Falls ihr es machen wollt, bei Goku könnt ihr auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack und bei Freezer könnt ihr auf Level 15 Crit gehen, Level 11 Additional Attack. Okay? Heißt, ihr bringt einen der beiden hier auf UR, auf den UR-Status und öffnet mit den anderen die Dupes. Wenn ihr persönlich darauf Bock habt, sie auf den UR-Status zu bringen, dann macht das ruhig, Freunde. Wenn ihr das haben wollt, wenn ihr dann Regenbogenstern auf die Jungs haben wollt, dann macht das. Ja, da habe ich kein Problem. Aber falls ihr euch fragt, habe ich überhaupt Nutzen? Werde ich die Charaktere nutzen? Also außerhalb von persönlichen Gründen, nein. Rein vom Nutzen her werdet ihr sie wahrscheinlich nicht nutzen. Denn es gibt 1000-mal bessere Karten, die in ihren Teams bessere Optionen haben hier an der Stelle. Genau, Freunde. Im Endeffekt macht ihr quasi nur das mit den Karten. Ihr könnt sie gerne nutzen, das ist kein Ding. Ich wollte euch nur darstellen, ob es sich lohnen würde, die auf 100% zu klatschen oder was man mit den Karten anfangen kann. Ihr habt die Antwort da. Wenn ihr es machen wollt, macht auf jeden Fall, was wichtig ist. Benutzt sie bitte nicht für die SA, sondern öffnet die Dupes, wie ich das gemacht habe. Und dann entscheidet ihr quasi letztendlich selbst, was ihr mit den Karten anstellt, Freunde. Die wichtige Message hier bei dem Video war mir auf jeden Fall, hey, wisst es zu schätzen, wir haben hier gewonnen. Bitte, Freunde. Wisst es zu schätzen, ja. Und behaltet euren Gamerherz, Freunde. Es ist immer noch im Endeffekt ein Spiel. Wir wollen das spielen, um besser zu werden, um zu gewinnen. Und das haben wir heute geschafft. Also freut euch darüber, Freunde. Ich hoffe, demnach hat euch das Ganze trotzdem gefallen. Wenn ihr mir nicht arg böse seid, dann schaut auf jeden Fall heute noch ab 20 Uhr zum Countdown an. Und wenn das ganze Banner dann online kommen sollte auf Twitch, das haben wir dann auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal.
Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.